Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zu einem neuen Video. Und zwar sind wir hier auf Pokémon Alpha Saphir und spielen ein bisschen Pokémon natürlich. Heute ist ja der Sonntag, wo eigentlich ein Vlog kommt, aber ich habe mir gedacht, nö, heute gibt es einen Pokémon-Kampf oder zwei. Mal schauen, einfach mal ein bisschen gucke, was so abgeht. Was nehme ich denn? Meinen Kampfbox oder mein Team-Pokémon? Ich probiere jetzt mein Team-Pokémon einfach, weil ich cool bin. Ja, ich habe mir gedacht, ich spiele mal ein bisschen online. Das habe ich ja mal angekündigt, dass ich es mache. Ich habe mir ein paar Pokémon ertauscht und so. Und ja, da werde ich jetzt einfach kämpfen und einfach Spaß haben. Und ich werde auch voll auf die Schnauze kriegen, weil er voll die extrem krassen Pokémon hat. Ja, da werde ich jetzt voll auf die Schnauze kriegen. Ja, das ist scheiße. Ja, toll. Ist alles Flug. Ja, da kriege ich jetzt voll auf die Schnauze. Super. Da kann ich machen, was ich will. Egal. Das Leben ist unfair und blöd. Ich nehme einfach mal. Der Rest ist total wurscht. Ja, das ist halt. Ich spiele halt gegen Passanten und da kann es halt passieren, dass sie extrem nur Legis nehmen und so. Naja. Soll ja nur Spaß sein. Wollt ihr einfach mal testen? Ich habe noch nie wirklich gegen Passanten gekämpft. Das ist wieder was ganz anderes wie einfach gegen Freunde. Aber ich glaube, so hat das keinen Sinn, wenn das wirklich so passiert. Weil da kriegt man voll auf die Schnauze. Aber ein bisschen Spaß muss sein. Ein bisschen. So. Kriegen sie auf die Schnauze. Durch die ganzen Legis, die haben. Deswegen ist das halt totaler Scheiß. Total. Klebenetz bringt so viel, weil die eh alle schweben. Und da ist es eigentlich scheißegal, was ich mache. Ich mach einfach mal Voltwechsel. Das geht ja gar nicht. Er kann fliegen. Ich wollte eigentlich gucken, was er kann. Okay. Er fliegt. Das ist aber toll. Da ich eh gleich drauf gehen werde. Ich mach einfach Klebenetz, weil ich es kann. Fokusband. Ich habe da Fokusband drauf. Ich strebe. Okay, das war aber nicht viel Schaden, mein Freund. Ich brauche Votula eigentlich gar nicht mehr. Taugt mir hier, bringt mir überhaupt hier gar nichts. Von daher einfach drauf. Mache ich nicht viel Schaden, ist ja klar. Nicht sehr effektiv. Ich könnte natürlich tauschen. Na, ich brauche Voltula nicht. Der hat nur. Ich will alles nichts. Voltula kann von mir aus draufgehen. Ist alles kein Ding. Wir gucken, je nachdem, wie die Kämpfe dauern, werde ich dranhänge, egal ob ich verliere oder nicht. Ist doch scheißegal. Ist doch scheißegal. So, was mache ich gegen ihn? Was mache ich gegen den? Ich glaube. Ich weiß es nicht. Komm. Los! Cedra King! Ein Shiny! Battle-Musik. Dönerblitz natürlich. Ah, schneller, verdammt. Aber ich hatte. Oh, genau! Und jetzt wahrscheinlich paralysiert. Oh, bei meinem Glück. Bei meinem Glück passiert das immer. Aber lebt er, ja? Da friert er nicht, hä? Da gefriert er nicht. Okay, dann gehe ich halt gleich drauf. Na, ist das Holz. Shit happens. Shit happens. Nein. Ich muss mir ja irgendwie Erfahrung einsammeln. Ich habe bis jetzt immer nur privat gekämpft. Das war ja irgendwie nicht so das, was ich unbedingt immer wollte. Weiß ja doch immer irgendwann langweilig ist. So, was mache ich gegen dich? Ist eigentlich total scheißegal. Weil die eh alle fliegen. Meine ganze Strategie ist voll für den Arsch. Voll für den Arsch. Total voll für den Arsch. Egal. Was soll's. So kann man das halt machen. Ich bin eh langsamer. Er fliegt, das war mir klar.
Ich schmeiß Zahnschreiner raus, was eigentlich eh nichts bringt. Weil er ja eh Flug-Pokémon hat. Ich bin da so toll. Toll, ich kann Schutzschild machen, bringt nicht viel. Da, ich habe Beulenhelm auf jeden Fall dran. Ah, ist das uncool. Ah, Blattgeisel. Mach dein Fliegen. Wollt ihr Schaden kriegen? Ein bisschen. Beulenhelm und Eisenstachel macht der Rest. Whee! Und tschüss. Jo, ich habe ein Pokémon mit sich. Ich glaub's ja nicht. Jetzt kommt eh. Welches legendäre Pokémon schmeißt mir jetzt an den Kopf? Na? Na? Ein Chinese, natürlich. Durengard. Du. Und natürlich Tarnsteine. Oh. Hm. Du kannst auf jeden Fall sicher was Böses. So ich dich kenne. Einmal mal Egelsamen raus. Sehe ich, was du machst. Taktikwechsel natürlich. Fokus. Ah, ich weiß. Ich weiß, was da war. Lichtkanone. Okay. Ich hätte jetzt was anderes gedacht. Okay. Natürlich werde ich die Attacke ab. Ich behalte weiter meinen Egelsamen. Mach Taktikwechsel. Nein, okay. Nachthieb. Du kriegst weiter deinen Schaden. Nimm weiter deinen Schaden, komm. Also Durengard kann bis jetzt nicht viel hier. Ja, Egelsamen. Wuhu, endlich getroffen. Und ein bisschen Energie. Juhu. So heile ich mich wieder. So kann das laufen. Wenn ich kriege, ist Durengard noch kaputt, hä? Ja, wuhu, Schutzschild. Nein, du nicht mit mir. Zornklinge. Das habe ich mir als erstes gedacht. Nein, eigentlich nicht. Durengard kann doch noch eigentlich was Besseres. Normalerweise ja. Normalerweise ja. Aber anscheinend nicht. So. Ich weiß gar nicht. Er hat aber nur noch Latios. Komm. Ich schmeiß nochmal Tarnsteine raus. Bringt zwar nicht viel wahrscheinlich. Ah, Heimzahlung. Okay, das tut weh. Oder auch nicht. Ein Volltreffer war das sogar nur. Eisenstachel, Beulenhelm. Ja, ich hätte kaputt machen können mit. Ich habe echt ein Glück. Das ist der Wahnsinn. Aber Durengard lebt noch. Verdammt. Durengard lebt noch. Ich zögere es nur ein bisschen heraus. Über Schutzschild. Und nach... noch gar nichts. Schutzschild macht da. Er hat keinen Schattenstoß. Okay. Egal. Durengard ist wenigstens erledigt. Ja! Wuhu! Nummer 2 ist weg. Holprig hat's angefangen. Aber jetzt kommen erst die Mega-Dinger. Oh Mann. Latios. Latios. Latis. Was setzt ein? Oder. Latias, ja. Ja, spitze Steine. Ja. Nur Latio. Latias kann mir ein bisschen mehr abziehen, wie ich gerne hätte. Die Frage, hole ich nochmal Tarnsteine raus? Wenn ich Glück habe. Hole ich nochmal Tarnsteine raus. Taucher. 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 Dein Ernst? Warum ist... Jetzt bin ich gerade verwirrt. Das ist gerade sowas von nicht sehr effektiv. Wahrscheinlich hat er den zum Tauchen benutzt. Ah ja. Wenn er weiter solche Attacken raushaut, dann kann ich doch noch gewinnen mit Glück. Ja! Den Tantle, my wall! Die Frage, was kann er noch für Attacken? Davor habe ich Angst. Wenn er nur Taucher kann oder so eine Scheiße, dann ist das. Ich no risk no fun, dass er nichts gegen mich kann. Okay, verdammt. Aber er hat sein Mega-Pokémon schon weg. Jetzt kommt sicher seine Favorite-Attacke, oder? Surfer. Okay.
Nichts Besseres als VM-Opfer? Warum treffe ich keine Tarnsteine mehr? Ich habe echt kein Glück. Aber Tarnstein nur einmal geht. Nein! Stachler! Stachler warten hier dreimal geht! Nein! Ich mach Schutzschild. Je nachdem, was der macht, ist mir zu Latte Wayne. Guck mal. Taucher. Okay. Warum bleibt er nicht bei einer besseren Attacke? Oder jetzt bringt er sich gleich selber um. Boah. Blattgeisel, bringe ich ihn vielleicht um. Er wird wahrscheinlich selber umgehen. Beulenhelm und alles. Ja, da geht drauf. Eisenstachel. Ja. Beulenhelm. Ja. Und tschüss, Latias. Juhu. Holprig hat's begonnen. Gleichstand steht's jetzt. Voll geil. Aber nur weil ich verstehe nicht. Man hat solche Pokémon dabei. Man setzt sie ein und hat dann wirklich nur Drecksattacken. Aber ich glaube mal, dass dem sein Latios ein bisschen mehr kann als nichts. Wenn der genauso scheiß Attacken kann. Feuerwehr, ja, eben, der kann noch ein bisschen was Besseres. Bloß nicht paralysieren. Bei meinem Glück klappt es immer. Ja, trifft. Passt. Und gib mir deine Energie. Dann tantle meine. Das ist echt mies. Also, dass der keine wirkliche Attacke gegen mich hat, das ist halt das Tolle dran. Schutzschild, will mir ein bisschen aufheilen, aufpäppeln. So, was machst du? 10 Kopfstoß, okay. Mir egal, ich nehme deine Energie. Tentantle, the wall. 10 Kopfstoß macht mir eigentlich auch nicht unbedingt viel. Das ist ja das Lustige. Wir hauen jetzt einfach drauf. Komm. Ich denke mal, dass Latios auch einen Latios-Stein hat. Denke ich mir jetzt mal ganz stark an. Egal, mach dich selber ein bisschen Schaden hier, komm. Ja! Und gib mir Energie. Bam! Und den Rest machen meine Egelsamen. Juhu! Tschüss, Latios. Geiler Scheiß. Da waren es nur noch 2. Und nächste. Komm, gib mir deine 2 letzten. Kyogre! In Shiny natürlich. Als letztes. Clemens, jetzt wirkt wenigstens da. Wow! Und da Tarnsteine. Nieselregen. Okay, von Kyogre habe ich schon ein bisschen mehr Angst. Ja, sein letztes hatte nur 5 dabei. LOL! Egelsam. Sein letztes ist. Von Träne. Au! Au! Durch den Regen macht es halt natürlich viel Schaden. Egesam trefft wenigstens. Juhu! So, passt es. Kyogre krieg ich doch hin. Krieg ich doch hin. Kyogre hat halt viel Energie. Das ist halt das Tolle, was der hat. Aber erstmal Schutzschild, mich schützen. Nochmal eine Runde heilen. Ja! Die schlimmste Attacke, die jeder Trainer hasst. Wenn es der Gegner einsetzt. Gib mir deine Energie. Aber den Sieg sollte ich normalerweise in der Tasche haben. Normalerweise. Ja, komm. Wir setzen Blattgeisel ein und gucken, dass wir ein bisschen angreifen. Weil ich kann eh nichts anderes machen. Er wird bei den Tadler besiegen. Nicht. Noch nicht. Aber was war ein Volltreffer? Mann! Und dann geht es auch noch daneben. Nein! Ja, 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 ja. Ich kann noch eine Runde rauszögern. Mache ich auch. Denn ich brauche die Energie zum Überleben. Schutzschild! Ja! Ein Tantel schützt sich selbst. Von Träne. Nix. Und deine Energie! Wuhu! Okay, das müsst ihr in der Tasche haben, also. Wenn ich das jetzt noch verliere. Zwar wird jetzt bei Tentantel draufgehen. Von Träne dürfte er nicht mehr viel haben. Er hat immer noch von Träne.
Au! Und der Regen läuft gleich auf. Aha! Oh, hat's nicht geschafft. Hier! Bam, 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 bam. Und das war's. Tschüss, Kyogre! Ja! Kanio wurde besiegt! Woohoo. Geil. Aber gerade so. Aber hat nur 5 Pokémon dabei gehabt. Das hat mich ein bisschen gewundert. Nee, ich möchte nicht speichern. Das ist alles frisch und live. Ja, ich möchte das nicht. Aber war cool. War echt cool. War nice. So werden ungefähr ab und zu die Kämpfe ablaufen. Einfach frisch reinspringen. Und gucken, was passiert. Erst habe ich gerade angefangen, ich würde vorher auf die Schnauze kriegen. Und dann habe ich doch noch. Ich gebe ihm toll. Und hab gedacht, krieg mal auf die Schnauze und dann hab's doch gut geklappt. Naja, ich würde mal sagen, das war's mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War echt ziemlich interessant. So kann ich mir ein bisschen Kampferfahrung holen, da ich doch wenig Kampferfahrung habe. Also, wenn mir Fehler passieren, nicht wundern. Ich gebe mein Bestes. Und ich denke mal, es kommt nachher noch ein Kampf. Ich hoffe, ich krieg auch beide Parts hochgeladen. Da ich doch ziemlich knapp in der Zeit bin. Ich muss nur Rennen dann hochladen. Oh, ich habe keine gute Leitung. Aber das kriege ich wohl hin. Wir werden mal sehen. Ich denke mal, nachher kommt noch ein Kampf. Ich werde jetzt das zweite Team testen. Und ja. Wir werden uns wiedersehen. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr mehr sehen wollt. Und bis nachher zum nächsten Kampf. Ciao!